Viel Vergnügen mit New Cycle, neuer Survival City Builder. Release-Datum steht noch nicht fest. Es gibt eine Demo auf Steam. Ich bin live gerade auf Twitch vor vielen Leuten, die sich für dieses Spiel interessieren. Den Damen und Herren auf YouTube gebe ich jetzt einen Hinweis, den ich denen auf Twitch auch gebe. Es gibt eine Steam-Demo. Die gibt es schon eine ganze Weile und die ist in 24 Stunden, also von jetzt aus gesehen, in einer nahen Zukunft am 19. Juni 2023 in einer erweiterten Version verfügbar auf Steam. Hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube, auf Twitch wird es gepostet, packe ich den Link auf die Steam-Shop-Seite und auf diese Demo, die man dann halt kostenlos runterspielen, runterladen und zocken kann. Die beinhaltet noch nicht alles vom Spiel. Late Game, Mitte Game fehlt noch, aber halt das Early Game. Und im Endeffekt ist das Spiel eine, ja, also fast schon eine Metropole, die man baut. Mit Fließbändern, mit Eisenbahnzügen, die Waren von A nach B bringen, mit drei verschiedenen Bevölkerungsgruppen, mit jede Menge verschiedenen Warenbedürfnissen, mit Expeditionen, die man starten kann, mit vielem anderen mehr. In der Basis, dem, was ich euch jetzt hier machen, zeigen werde, ist es dagegen mehr so, wir fangen an, um unser Überleben zu kämpfen. Es gab einen Sonnensturm in der nahen Zukunft. Die Menschheit hat sowieso Probleme genug gehabt, Ressourcenprobleme, Ökoprobleme und haben sich außerdem gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Dann kam aber ein Sonnensturm, Sonneneruptionen und das Leben auf der Erde hat einen kleinen Knicks und einen Knacks bekommen. Wir müssen das Wissen unserer Vorfahren uns zurückholen, das uns zurück wieder erarbeiten. Das machen wir jetzt. Und werden die ersten Basics unserer Siedlung hier bauen und das Ganze können wir in einem Tutorial erleben. Das habe ich allerdings schon selber gespielt, das lasse ich weg. Das ist gut gemacht, könnt ihr selber auch mal ausprobieren. Aber ich trete jetzt mal als euer Tutorialist auf. Spiele im Augenblick noch auf Englisch. Ich habe noch keine Infos darüber, ob das Spiel auf Deutsch verfügbar sein wird. Aber es gibt mittlerweile seit kurzem auch einen deutschen Publisher, Dedelic. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, sehr, sehr hoch, dass es das Spiel zum Release dann auch auf Deutsch geben wird. Okay, Survival City Builder, falls ihr ähnliche Spiele dieser Art kennt, sowas wie Frostpunk, End Zone World Apart, Banished, wie sie alle heißen werden, dann wird euch dieses Spiel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch gut gefallen. Achtung, oben in der Ecke steht Werbung. Ich habe von Dedelic ein Honorar dafür bekommen, dass ich euch das Spiel hier zeige und dafür bin ich aus doppeltem Grund dankbar. Erstens freue ich mich immer, wenn, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn ich meinen Beruf als Streamer und YouTube-Videomacher von einem Publisher supported werde und zum anderen, das Spiel wäre an mir komplett vorbeigegangen. Ich hatte es nicht registriert, es stand bei mir nicht auf dem Zettel drauf und besser kann es nicht passen. Ich bekomme ein Honorar angeboten, stelle dann fest, ei, das ist für euch, für unsere Community, passt wie die Faust aufs Auge. Ich weiß, Spiele dieser Art lieben viele von uns, ich liebe sie auch und es ist handwerklich sehr solide gemacht. Ich werde nicht dafür bezahlt, gut über das Spiel zu reden, sondern es überhaupt zu zeigen, also die Sendezeit ja quasi auf Twitch und auf YouTube dafür zu reservieren und glücklicher kann es nicht kommen, passt perfekt einfach. Wir starten mal ein Spiel. Und hier werden auch ein paar Infos gegeben zu der Demo und wie es hier aussieht. Auf Twitch sollte eigentlich alles passen. Auf Twitch bitte mal posten, den Browser refreshen. Da steht eigentlich New Cycle Preview, da sollte alles aufgeführt sein. Und ja, im Rahmen des Team Next Festes, das beginnt am 20. Juni 2023, ist halt diese neue Demo hier verfügbar. Es fehlt immer noch vieles, Diplomatie, Handel, Erkundungen, all diese Sachen, spätere Events, die es noch gibt, Zugfahrten und mit dem Zug Waren transportieren, mit Förderbändern Sachen machen, das kommt später alles noch dazu. Das ist quasi so eine kleine flotte Einführung in die ersten Epochen hier im Spiel rein. Fortgeschrittene Gebäude kann man auch nicht bauen. Später im Spiel wird eine Kampagne verfügbar sein, die ist im Augenblick noch geblockt. Und andere Dinge, die man hier noch machen kann, Szenarien oder eine bestimmte Challenge, Old Ways, die alten Wege. Ich zeige euch einfach den Sandbox-Modus, der ist im Augenblick auch verfügbar und wünsche euch viel Vergnügen dabei. Später im Spiel wird es vier verschiedene Biome geben, also Klimaformen, Mountain, Gebirge, Steppe, Tundra und das gibt es im Augenblick, Weide, Wiese, viele Fruchtbarkeiten, aber nicht allzu viele Ressourcen im Spiel. Also wenn man im Gebirge ist, bekommt man eher an Stein und an Erz ran. Das ist ja ein kleines bisschen knapper. Und wir bekommen einen Vorteil. Wir haben jedes Mal, wenn der Frühling kommt, bekommen unsere Leute einen kleinen Moralboost hier. Audio, ist alles okay oder ist die Musik zu laut? Ich habe sie extra ein bisschen lauter gemacht, noch kann ich es ändern. Hättet ihr die Musik gerne ein bisschen leiser, dann sagt mir gerne Bescheid.
noch kann ich das komfortabel machen hier. Ton ist super, alles prima. Wir legen einmal los, wünsche euch viel Vergnügen dabei. Und Spiele dieser Art zeige ich ja rauf und runter, kennt ihr, viele von euch mögen die auch. Also diese Mischung von Citybuilder, Tüfteln an Wegen, an Waren, an der Zufriedenheit der Leute. Dann der Survival-Aspekt, im Winter gibt es immer wieder Problemchen hier. Oh, es kann sein, das Tutorial. Habe ich das Tutorial angelassen oder nicht? Ja, wir sind der Gouverneur einer kleinen Community, eines kleinen Dorfes von Überlebenden hier. Und wir haben den ersten Sonnensturm knapp überlebt. In den ersten Momenten nach der Katastrophe stellen wir fest, dass wir unsere ganze technologische Infrastruktur verloren haben. Alle globalen Ressourcen, das globale Zusammensein. Es ist alles versunken und wir müssen unsere Zivilisation ganz klein, graswurzelmäßig wieder aufbauen. In diesen Jahren, den dunkelsten, die es für die Menschheit überhaupt gibt, in denen die Verzweiflung überall anheimgeht, müssen wir jetzt, ja, wir hatten uns in der Geschichte vorangearbeitet, von dem Zeitalter der Stöcke und der Faustkeile bis zu dem Zeitalter der Nuklearkriege und der Explosionen beginnt alles mit der Zerstörung jetzt hier und wir müssen ganz klein wieder anfangen und die Sonne scheint erneut für uns und wir müssen mit dem Beginn der Zivilisation neu anfangen hier. Ja, also das Tutorial hat hier noch eingeschränkte Sachen. Wir müssen das Wissen hier der Vorfahren neu entdecken. Die haben ein sehr spannendes Fortschrittssystem, das werde ich euch gleich mal erklären. Und ich würde sagen, wir lassen das Tutorial weg, denn dafür bin ich ja da. Die Zeit kann man oben in 4 Stufen einstellen. Das ist die normale Spielgeschwindigkeit. Das ist in schneller, das ist in... Und das hier ist quasi einmal so eingefroren. Wir beginnen mit 35 Leuten hier. Es gibt 3 Bevölkerungsstufen im Spiel. Es gibt die Worker, es gibt die normalen Arbeiter, es gibt die Handwerker und die Spezialisten. Die werden wir im Laufe der Zeit durch Forschung erstmal freischalten müssen. Und die Eingangsgebäude, da brauchen wir nur einfache Arbeiter, später ein paar Leute mehr. Wir können Gebäude nachher auch noch Upgrades verpassen, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Gebäude arbeiten umso effizienter, so je mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht und je höher die Moral ist. Gucken wir uns nachher noch im Detail an. Das sind die Basisressourcen, die es im Spiel gibt. Wir beginnen mit Holz und mit Steinen. Erzen müssen wir alles noch freischalten, gleich durch Forschung. Forschung entdecken wir hier vorne im Technologiebaum. Das ist unterteilt in 4 Teilbereiche. Hier gibt es um die Anpassung und um die Nachhaltigkeit. Hier um die Konstruktion und um das Material. Hier die Diplomatie mit anderen Leuten, die wir noch nicht kennen. Und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was viel später noch freigeschaltet wird. Und der erste Schritt ist eigentlich hier vorne, nämlich das hier, dass wir die können im Augenblick noch gar nichts machen. Damit können wir anfangen. Genau. Damit schalten wir frei. Das haben wir schon erforscht. Wir können Straßen ziehen, wir können Sammlercamps machen, um Ressourcen einzusammeln, wir können Holzfällercamps machen, Sägemühlen, Brunnen machen und so weiter. Das haben wir auch schon erforscht, wir gehen da mal raus und das erste, was wir machen, wir brauchen die ersten Basisressourcen im Spiel. Und unten, das ist, finde ich, sehr hübsch gemacht, das sind die verschiedenen Produktionsmöglichkeiten, da gibt es 5 Kapitelchen, in denen man bauen kann. Da geht es um die Wohnungen der Leute und die Straßen. Hier geht es um die Ressourcen, hier geht es um die allgemeine Produktion. Hier um Utilities, um Verwaltung und Transport und hier um andere Geschichten. Und oben drüber gibt es verschiedene Layer. Wenn man ein Gebäude anklickt, wie zum Beispiel einen Brunnen, dann wird einem automatisch der Water Layer gezeigt und wo Trinkwasser ist. Und Mining Layer, da kann man dann später die Minen bauen, Fruchtbarkeit, da wo dunkelgrün, da eher Nahrung vorhanden und so weiter. Wo wir erstmal mit anfangen, das ist, dass wir erstmal sammeln. Wir wollen erstmal Steine, Eisen und Holz beginnen zu sammeln. Wir drehen dafür einmal die Karte. Und passend zu dem Gebäude wird uns angezeigt, hier vorne gibt es viel Steine, da später viel Eisen, noch können wir die gar nicht holen, da jede Menge Holz, die Ressourcen sind endlich. Und wir könnten das zum Beispiel, hier vorne sind die Ausgangsgebäude,
Das hier vorne ist unser Basiscamp hier. Dem können wir auch einen Namen geben. Übrigens, wir können gerne einen Namensvorschlag machen. Ja, es hat ein paar Frostpunk-Vibes hier. Das kann man auf jeden Fall sagen. Namensvorschlag im Chat. Bulls Camp. Schlag gerne was vor. Wie soll unser Camp heißen? Unsere kleine Siedlung, aus der wir eine große Metropole bauen wollen. New Home. Wünscht euch was. Bullenstall. Guten Abend. Bullenstadt. Bullington. Bitte einen Namensvorschlag aus dem Chat. Bull Cycle, Haus Sonnenschein, Bullhausen. Camp Bull geht immer. Ja? WB's Boots Camp. Bulls Home. Camp Bull, bitte. Wir können auch nachher, wenn die Stadt erweitert ist, ja auch noch coolere Namen geben. Später haben wir noch Ratgeber und die können uns bestimmte Boni noch geben. Und unsere Leute haben im Augenblick, wir haben kleine Vorräte an Trinkwasser und starten mit ein paar Steinen und weiteren Geschichten. Bauen erstmal ein erstes Lager hier vorne zum Beispiel. Innerhalb des Radius sind alle Ressourcen da. Wenn wir zu weit weg bauen von allen anderen, dann doof, aber wir wollen auch keine Ressourcen verschenken. Und so haben wir es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. So ist viel dabei, ne? Alles, was grün highlightet, ist mit dabei. Einmal so. Wir gehen mal in die Spielgeschwindigkeit rein. Das kann man auch mit 1 und 3 regulieren. Das ist die normale Basisgeschwindigkeit hier im Spiel. Wie gefällt euch die Grafik? Erster Eindruck. Unten sieht man, wie die Jahreszeiten vergehen. Im Augenblick haben wir Frühling. Im Winter kann man zum Beispiel keine Pilze sammeln. Außerdem wird es da bitter kalt. Wir müssen für Gesundheit sorgen, unsere Leute, für ihre Zufriedenheit, für Waren, für Kleidung und vieles andere mehr hier. Sieht hübsch aus, ne? Ja. Grafik ist top, wirkt sehr zeitgemäß, ja. Finde ich auch. Tag 1, 16 Uhr. Und wir haben im Augenblick 35 Leute, die im Augenblick noch gar nichts zu tun haben. Die helfen hier, die Leute, die nichts zu tun haben, helfen hier einfach beim Bau und schleppen die Dinge rüber hier. Wir könnten aber schon mal andere Sachen machen. Wir könnten schon mal beginnen zu bauen. Wir könnten eine Straße raufziehen. Das Gebäude braucht keine Straßen. Sobald ein Gebäude auch nur halbwegs fortgeschrittener ist, braucht es Straßen. Es funktioniert auch ohne, mit ist es deutlich effizienter. So ein Gebäude für hier oben, ja, die Leute sind flinker unterwegs mit Straßen, ist aber kein Muss. Wir brauchen nachher Wasser. Die Leute verbrauchen laufend Wasser. Da können wir Nahrung mitsammeln. Ja, und die einfachen Gebäude brauchen auch nur Holz. Wir könnten mit der Nahrung schon mal anfangen. Ein Sammelcamp schon mal bauen, um Nahrung zu sammeln. Zu Beginn können wir nur Pilze sammeln, alles andere ist noch nicht erforscht. Hier vorne gibt es Pilze. Gibt es woanders noch Pilze? Später können wir von hier aus allerdings auch noch Fleisch uns holen. Hier vorne werden auch nachher, ja, eine Fischquelle. Die könnten wir alle von hier aus sammeln. Die Wege sind lang, aber dann hätten wir schon mal eins für alle. Ja, ein Gebäude hier hin. Jetzt sind wir bei 68. Und wir könnten auch schon mal Wasser sammeln. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber wir haben ja genug Leute hier gerade auf Vorrat. Wir könnten als nächstes auch schon einen Brunnen bauen, wenn es geht. Ich glaube, das war allerdings noch nicht erforscht, ne? Doch, den können wir auch schon bauen. Kostet uns 32 Steine, dann sind alle Steine futsch. Ein Dach und im Kopf brauchen unsere Leute auch. Und sehr bald brauchen wir auch ein Lumbermill, ein Sägewerk, um aus Holz Bretter herzustellen. Aber der Beginn klappt auch so. Ein Brunnen bitte. Und den sollte man in die Nähe der blauen Gebiete dran stellen. Hier vorne einen zum Beispiel einen hin.
Und nachher werden wir dann auch noch Straßen errichten hier. Also was mir vor allem sehr gut gefällt, ist das UI einfach, das User Interface. Das ist handwerklich, finde ich, sehr sauber gemacht. Übrigens, die meisten Gebäude brauchen auch Strom. Hier vorne dreht sich ein Windrad. Das ist zwar quasi so eine kleine Stromquelle. Und wenn wir die Gebäude nachher mit Straßen verbinden, bekommen die von hier Strom. Später können wir auch noch Strom erforschen. Wir können auch mal in die Forschung reingehen und schauen, was wir als nächstes freischalten. Vieles baut Metall als Basis. Ja, da können wir die Suppenküche erforschen. Das ist die Basiskonstruktion und alles Weitere braucht auch das hier. Wir brauchen die Basiskonstruktion als erstes. Die erforschen wir und das Forschungssystem funktioniert so. Wir brauchen Wissen und das Wissen erzeugen unsere Leute von alleine. Die Menschen haben alle noch Wissen und Erinnerung an die Vergangenheit. Ja. Je fortgeschrittener die Bevölkerungsstufe ist, wir haben bis zu 3, im Augenblick haben wir nur Arbeiter, desto mehr Wissen speisen sie ein, sie tragen ihr gesamtes Wissen zusammen über Zeit und dadurch wird hier Forschung erzeugt. Wir brauchen 18 Holz zum Start als Basisressourcen hier. Ich sage allen, die später gekommen sind, das ist eine Demo. Es gibt eine Gratis-Demo auf Steam. Link wird im Chat gerne gepostet. Und die könnt ihr jetzt schon spielen. Das ist eine fortgeschrittene Version der Demo, die ab morgen in 24 Stunden auch für euch verfügbar sein wird. Das fertige Spiel hat noch kein Release-Datum. Es gibt ja so die ersten Schritte in der Demo zu spielen. Und später werden riesige Metropolen entstehen, Förderbänder, Eisen. Bahnen kann man, Gleise legen, Waren darüber transportieren, Expeditionen starten. Das Spiel im Late Game sieht, hat das Spiel sogar Factorio-Vibes hier und Rimworld-Vibes. Hier vorne wird überall gebaut. Wir gehen mal ein bisschen schneller in die Spielgeschwindigkeit rein. Hier seht ihr, wie die Leute rumlaufen. Hier seht ihr die Steinressourcen. Jetzt müssen wir Arbeiter zuweisen, das müssen wir manuell machen. 3 Arbeiter hier, damit Holz gefällt wird. 3 Arbeiter für die Steine. Der Brunnen steht schon, der ist noch nicht angeschlossen an die Straße. Das machen wir gleich. Und wir hatten noch ein drittes Gebäude gebaut, das ist hier vorne. Da müssen wir auch 3 Arbeiter hinstecken. Und jetzt sollten wir, ja, geht auch ohne Straße. Aber mit Straße ist besser. Jetzt gehen wir hier in die Straßen rein. Verbinden das hier mal. Es gibt 2 Arten, Straßen zu bauen. Ihr könnt wahlweise das Grid nutzen, das Gitter, oder ihr könnt einfach mal auf Tab drücken. Achtet mal, was passiert. Ist das Grid weg und jetzt können wir kreuz und quer bauen, wie wir wollen. Ihr könnt zwischendurch wechseln. Ihr könnt im Grid beginnen, kurvig weiterbauen. Ihr habt alle Freiheiten. Ihr müsst nur Tab, immer mit Tab wechseln und dann ist das hier. Das schreit aber dann dazu, ja, das Grid erstmal zu nutzen. Wie das nachher anders läuft, zeige ich euch noch. Zu kurze Straßen gehen nicht. Ihr seht, wir brauchen gewisse Ressourcen hier. Moment. Warum geht das gerade nicht? Achso, wir haben nicht genug Holz. Ach, wir brauchen ein Sägewerk erstmal. Wir brauchen keinen. Für die Straßen brauchen wir Bretter, Planken. Und dafür müssen wir erstmal hier das erste fortgeschrittene Gebäude bauen, nämlich ein Sägewerk. Das macht aus dem Holz dann Bretter. Und das könnten wir hier in die Nähe hinstellen, zum Beispiel. Könnten wir auch hier hinbauen. Hier daneben hin. Hier vorne hin. Hier werden so Pfeile angezeigt. Da gehen die Leute rein und raus. Kann man aber auch ignorieren. Also beim Straßenanschluss ist das egal. Straßenanschluss, da muss einer von der Ecke dran stehen, dann ist Straßenanschluss technisch da. Aber die Eingänge wären halt über die Pfeile hier. Jetzt wird hier vorne gebaut. Hier fehlt der Straßenanschluss. Trotzdem haben wir schon eine Produktion. Und wir haben auch einen Wasserverbrauch.
Den können wir einstellen hier vorne. Population Management, das Bevölkerungsmanagement. Und man kann ja einstellen, wie viel man den Leuten gönnen will. An Wasser, an Nahrung und so weiter. An Nahrung haben wir im Augenblick nur die Pilze und keine Mahlzeiten. Das lassen wir alles weg. Im Augenblick sind die deshalb potenziell unglücklich und nicht so effizient. Darum kümmern wir uns dann später noch. Ja, Balken, nicht Planken, sondern Balken, ja. Hier wird jetzt gebaut. Ich gehe mal ein bisschen im Bau rauf. Hier seht ihr, wie der Bau stattfindet. Wir haben ein paar Mahlzeiten auf Vorrat. In der Küche kann man die gleich produzieren, aber das war's auch. So, jetzt können wir. Jetzt starten wir die Produktion von Holz. Schicken 5 Arbeiter rein. Und jetzt könnt ihr oben auch sehen, wie sich das beim Holz verändert. Im Augenblick 18 pro Holz Produktion. Sobald ein Tag vorbei ist, sehen wir auch den Verbrauch oben. Dann aktualisiert sich das. Im Augenblick beginnt erstmal ein Tag. Jetzt brauchen wir einen Straßenanschluss. Der fehlt noch, weil es geht auch ohne, aber mit ohne Straßen drastischer Effizienznachteil. Dafür müssen wir aber erst ein paar Balken auf Vorrat produzieren. Vier Balken. Wir können anfangen mit Straßen. Schon haben wir die erste Straße. Und ihr seht, dass ja automatisch Strom da ist. Jetzt schließen wir das hier vorne auch an. Und das ist Straßenbau mit Grid, mit Gitter. Wie das kurvenlos geht, mit Kurven geht und ohne Grid gitterlos, zeige ich euch nachher. Jetzt haben wir eine Forschung schon geschafft. Die Basiskonstruktion. Jetzt können wir die Suppenküche bauen. Damit würde ich auch gerne anfangen und einfache Mahlzeiten produzieren. Denn die Pilze, die werden auf Zeit gesammelt, im Winter nicht, nur in den 3 anderen Jahreszeiten. Und wir gehen jetzt mal in die... Hier, das ist die Suppenküche. Die baut 35 Bretter. Das heißt, wir sollten abwarten und nicht zu viele Straßen im Augenblick bauen. Ich gehe mal in der Spielgeschwindigkeit etwas hoch. Oder ich zeige euch einfach ein bisschen von der Welt hier. So sieht die Spielwelt hier aus. Die Musik ist echt stimmungsvoll, kann man nicht anders sagen. Hört ihr die? Musik, Audiopegel, okay? Oder habt ihr da Wünsche? Ich soll mal die Baumfäller zeigen. Gerne. Die sind hier vorne unterwegs. Hier, da wird ein Holz. Und hier seht ihr 2 Werte. Workforce, Arbeitskraft und Effizienz. Effizienz werden wir gleich erhöhen, sobald die Leute was zu futtern haben. Und sobald wir ihnen mehr Wasser gönnen und so. Wasser im Augenblick. Ja, wir können ihnen schon mal mehr Wasser gönnen. Dafür klickt man einfach hier oben die Bevölkerungsgruppe an und sagt dann Wasser, gehen wir mal auf Mediumversorgung. Und schon erhöht sich hier deren Moral, damit mittelbar auch deren Effizienz. Wir haben 33 Bretter für den Bau. Der Suppenküche brauchen wir noch eins mehr, 34 haben wir jetzt. Hätte die Musik gerne lauter, okay. Wenn zu leise oder zu laut, einfach was sagen, bitte. Jetzt können wir die Suppenküche bauen. Wir sind schon im Sommer. Und die könnten wir... Die ist relativ klein. Der Pilzsammler ist irgendwo dahinter. Nachher werden wir noch ein Lager errichten. Hier haben wir sofort die Straße. Da können wir sofort loslegen.
einmal hier bauen, bitte. Ja, noch kein einziges Haus gebaut übrigens für die Damen und Herren, die hier leben. Müssen wir erstmal freischalten, ein Dach über dem Kopf, einen Verschlag. Das wird nachher auch noch die Arbeitszeit erhöhen. Die Moral erhöhen. Ich glaube, wir können gleich beim Wasser auch noch drehen, oder? Wir haben so dicke Wasservorräte. Wir hören mal die... Wir gehen mal... Ja, komm, wir gehen hier rauf auf Normalverbrauch von Wasser. Die dürfen so viel Wasser trinken, wie sie wollen. Oh Gott, Wasser, Wasser, Wasser. Mehr Wasser bitte. Habt ihr genug Wasser im Chat? Fragen die Damen und ob doch, die Bewohner haben auch Namen. Fragen an den Twitch-Stream. Die Zuschauer dort, habt ihr genug Wasser? Kakao, was? Kakao kommt später. Eistee und Bier. Sekt, Hopfenblütentee, Kirschbananensaft, Leute. Also wenn die Katastrophe kommt, ich weiß nicht, ob ihr sofort auf Wasser umsteigen könnt. Bretter, Holzproduktion, haben wir genug Holz? Ja, funktioniert blendend. Steine auf Vorrat auch gut. Hier vorne entsteht die Suppenküche. Wir gehen mal etwas ins Tempo rauf. Die Entwickler heißen Core Engage, genau. Ich glaube, die kommen aus der Türkei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gegoogelt, auf deren Homepage ist das leider nicht ersichtlich. Black Panther, hallo Harry. Liebe Grüße an Myxan. Danke an Matthias fürs Abo verschenken. Hi Myxan. So, das ist fertig. Wir klicken das an. Und jetzt können wir noch einstellen, welche Art von Gericht produziert werden soll. Wir verfügen im Augenblick über Pilze und über Wasser. Noch kein Fleisch, noch kein Gemüse, noch kein Fisch. Also bitte einen Eintopf. Jeden Tag gibt es hier Pilzsuppe, bitte. Und dafür brauchen wir 3 Arbeiter. Schon sind sie unterwegs. Wir können noch keine Upgrades machen. Dafür brauchen wir noch Lehmziegel und Eisenbarren und vieles andere mehr. Ein Event. Eine Gruppe Flüchtlinge kommt vorbei. Die nehmen wir an. 13 weitere Arbeiter bei uns. Die akzeptieren wir. Jetzt haben wir 48. Wir schauen mal in die Forschung rein, ob wir als nächstes den Leuten ein Dach über dem Kopf bringen können. Ein Dach über dem Kopf wäre hier vorne, ne? Das ist die Jagd. Das haben wir schon. Scouts. Das ist ein Dach über dem Kopf. Genau. Ja, dafür brauchen wir die Basisgeschichten. Das ist Dach über dem Kopf. Das ist das Scheck, ne? Hier. Einfache Holzhütten, einfache Verschläge. Die wollen wir mal erforschen. Dafür brauchen wir gleich sehr viel Holz. Ein Stadtteil von Istanbul. Entwickler kommen aus der Türkei. Alles klar, danke dir. Ja, das ist die neue Demo, das ist dein erstes, das habe ich mitbekommen, das erste größere Spiel, was die jetzt entwickeln. Publisher ist, wie gesagt, Dedelic, die sitzen in Hamburg, deutscher Publisher. Mittlerweile sind wir zu Beginn des Sommers, negative Events noch keine. Gehen wir ein bisschen in der Spielgeschwindigkeit rauf. Forschung läuft durch. Suppenküche, Pilze, Mahlzeiten, dickes Plus. Oh Leute, wir... erhöhen mal die Motivation der Arbeiter hier. Wir gehen mal rauf und sagen Medium. Jeder darf so halbwegs was essen und muss keinen Hunger haben hier. Das erhöht das schon mal. Im Winter werden die Pilze ganz schnell runtergehen. Oh, wir verbrauchen mehr Wasser als wir haben. Weil wir mehr Arbeitskräfte mittlerweile haben. Das ist natürlich doof. Wir könnten einen zweiten Brunnen bauen. Was würdet ihr davon halten? Wir bauen einen zweiten Brunnen. Hier vorne, das Wasser wird hier. Hier ist viel Wasser. Einmal hier, da können wir auch eine Straße bequem bauen. Einmal hier hin. Ah, wir müssen auch die Häuser auch noch bauen. Forschung ist gleich durchgelaufen. Dedelic Entertainment, genau. Und unsere Arbeitskraft, die Leute haben genug zu tun. Wasser lässt gerade nach.
Da sind die Hütten gebaut, die Hütten erforscht. So an den Leuten, eine Hütte, da passen wie viele Leute rein? Ich glaube 10 oder 15, ne? Ich glaube 10. Wir gehen mal kurz im Tech-Tree nochmal nachschauen, ob das hier steht. Ich glaube, es waren 10 pro Gebäude, glaube ich. So habe ich das im Kopf. Hier steht es nicht mit dabei. Ich glaube, es waren 10 pro Haus. 10 Leute leben hier drin. Die könnten wir hier in die Mitte so ransetzen. Hier. An die Straße ran. Genau. Wir können auch gleich ein paar weitere noch bauen. Wenn man die Shift-Taste gedrückt hält, kann man mehrere hintereinander bauen. Mit R kann man die drehen. 4. Wir brauchen noch ein weiteres Haus, damit noch mal Leute ein Dach über dem Kopf haben. Oh, wir könnten mal gucken, wo Fruchtbarkeit hoch ist, dass wir die möglichen Felder nicht zubauen. Hier haben wir gut. Hier ist nichts mit Feldern. Hier können wir ruhig weiterbauen. Wasser gab es hier auch nicht. Nicht wirklich. Und Wind für Strom gibt es eher hier vorne. Alles klar. Dann können wir hier noch ein Haus hinbauen, ne? Und ein paar Straßen dazwischen. Haben wir genug Steine für die Straßen? Sieht so aus. Ich baue im Augenblick noch gerade, ich weiß, aber bietet sich im Augenblick an. Die Bretter gehen. Ah, die Bretter werden gerade verbraucht. Oh, wie gut, ein Zufallsevent. Die Bürger wenden sich an uns und sagen, bau, lieber Gouverneur, lieber Ortsverwalter, lieber WB, bau uns bitte 3 Unterschläge. Ja, werde ich bauen. Mache ich, ich bin schon dabei. Baue ich gerne. 3 müssen wir bauen, die haben wir gleich. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Vergnügen dabei. Ich sage nochmal kurz, auf Twitch wird es gepostet, auf YouTube hier drunter in der Textbeschreibung. Es gibt eine Demo, die könnt ihr selber spielen. Gibt es auf der Steam-Homepage. Link da drauf bei YouTube hier drunter. Bei Twitch wird es gepostet. Die Demo ich spiele eine neuere Version der Demo, die verfügbar ist ab dem Abend des 19. Juni 2023 auf Steam. Im Rahmen des Steam Next Festes wird die veröffentlicht. Die ist ein bisschen größer als die vorige. Aber viel vom Mid- und Late-Game vor allem ist da drin noch nicht drin enthalten.